Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFABROT. Moin moin Leute, was geht? Fabi für euch wieder am Start. Wir werfen heute einen Blick auf die SBC von Ben Arfa, falls man ihn überhaupt so ausspricht, den Kollegen. Schauen, was für Alternativen haben wir, werfen einen Blick auf seine Stats und vor allem, was kostet uns die SBC. Falls ihr das Ganze feiert, lasst gerne Support auf dem Video da. Weitere Tipps, Tricks rund um FIFA Player Reviews findet ihr in der Infobox. Checkt die gerne mal aus. 1,78 ist der Kollege groß, mittel, gering Arbeitsrate, Linksfuß, 5 Sterne Skiller und 4 Sterne schwacher Fuß. Die Karte sieht auf den ersten Blick extrem gut aus. Wir haben 86 Pace für den Zehner, auf jeden Fall ausreichend. 84 Schuss, davon Schusskraft 92, das sieht auf jeden Fall heftig aus. 86 Passspiel ist auch ordentlich. 91 Übersicht und Effet 93, das schmeckt natürlich. 90 Dribbling, auch extrem wild. Davon 90 Ruhe, 93 Dribbling und 88 Ballkontrolle. Dazu kommen noch 78. Physisch, sprich der Kollege hat auch ein bisschen einen Körper mit 77 Stärke, was ich dieses Jahr in FIFA auch extrem feiere. Die SBC kostet gerade laut Footbin ca. 220k. Man könnte den Kollegen durchaus als Stürmer spielen, da würde ich dann auf jeden Fall den guten Hunter als Chemistry Style in Betracht ziehen. 95 Pace, 90 auf Schießen, sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Auf der 10 würde ich ihn mit Dead Eye spielen, falls das Tempo nicht ausreichen sollte, werdet ihr ja in-game merken. Wenn er sich ein bisschen zu langsam anfühlt, dann auf jeden Fall den Chemistry Style switchen. Ansonsten 91 Schießen, 93 bei Passen ist für den 10er, denke ich, auf jeden Fall ein guter Wert. Wir haben 99 Kurzpass, 98 auf Effet, also der knallt die Longshots raus ohne Ende. Alternativen in der französischen Liga hätten wir auf jeden Fall einen guten Ben Yedder, Kostenpunkt 280k circa. Depay liegt bei 80k oder auch Julian Draxler mit 50k eine gute Alternative. Wenn man den guten Ben Arfa mit Aua vergleicht, der wo bis vor ein paar Tagen auch noch als SBC verfügbar waren, sieht man, dass sich die Karten nicht wirklich viel nehmen. Aua sieht ein Tick attraktiver aus, also ich meine jetzt nicht von dem Bild her, sondern von den Stats. Allerdings war auch die SBC ja, ca. 150k. Und da stellt man sich halt dann die Frage, muss man da jetzt zwingend den Ben Arfa für 220k mitnehmen, wenn es auch Alternativen wie einen Ben Yedder, einen Depay oder auch einen Draxler gibt. Für mich overall nice Karte, aber leider ein Tick zu teuer, 220k. Man hat in der Ligue 1 echt viele Alternativen und von daher werde ich den Kollegen nicht unbedingt abschließen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Falls ja, gerne eine positive Bewertung da lassen. Ich bin erstmal raus für heute. Haut's rein, macht's gut, ciao.